Hier sind die Partikel von Dr. Pym. Viel Glück, Iron Man. Danke. Ich werde es brauchen. Was genau ist dieses Starboost-Ding? Komm ins Tech-Labor, Kleine, und sieh's dir selber an. Viel Glück, Tony. Danke, Ned. Wir könnten Ihre Hilfe wirklich gebrauchen. Das hier brauchen wir. Kriegen Sie das hin? Danke. Sehr gut. Erstaunlich. Echt. Vielen Dank. Alle bisherigen Tests waren Fehlschläge. Aber mit dem neuen Miniaturbeschleuniger habe ich eine Chance. Aus. Weil sie fantastisch ist. 1,4 Milliarden Dollar pure Eitelkeit. Vielleicht verbrenne ich beim Start, aber es wird verdammt gut aussehen. Alle Systeme im grünen Bereich, Sir. Aber ich muss Sie warnen. Ein großer Sturm liegt direkt auf Ihrer Flugroute. Wenn es regnet, dann schüttet es. Tja, aber wir können nicht länger warten. Tony! Ich hab dir zur Anregung etwas Musik hochgeladen. Oh nein. Keine Angst, ist nicht meine. Du schaffst das. Danke, Kleine. Okay. 3, 2, 1. Saft in den Repulsoren. Hoffentlich wimmelt es hier nicht von Wachen. Okay, mal sehen, was wir haben. Moment mal. Das ergibt keinen Sinn. Regenerative Formel.
Das erklärt Haltens riesigen Kopf. Das ist ihr Ursprung. Wahrscheinlich irgendein armer Inhuman. Okay, dann suchen wir mal die Tür. Kein Stress. Rette den Inhuman. Keine regenerative Formel mehr. Keine Adaptoids. Jubel. Glückwunsch. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Voller Weltraumstaub. Hier gibt's extrem wenig Fußgänger. Na dann, es geht nur aufwärts. Jetzt noch die nächste Tür hacken, ohne jemanden aufzuwecken. Oh, hey, du meinst mich? Wenn das die Roboterwachen nicht geweckt hat, weiß ich auch nicht. Der Sturz durch die Luftschleuse hat keine Roboterwachhunde geweckt. Vielleicht versuchen sie, Dinge drin zu halten, anstatt draußen. Bingo. Oh nein. Das wirkt so gar nicht ominös. Bitte sei am Leben. Steve? Steve? Heilige Scheiße, du lebst. Tony, was ist... Was ist das alles? Wo bin ich? Tony? Umarmst du mich etwa? Was, nein, ich wollte nicht, dass du fällst.
Du kannst jetzt loslassen. Naja, ich... Also wir... Ich dachte, dass... Schön, dass du wieder zurück bist. Ich bin verwirrt. Ja, komm. Wir müssen weg. Komm. Warte. Tartan. Hat er überlebt? Tartan? Wen interessiert's? Die Explosion, er war zu nah. Er hat überlebt. Dank dir offensichtlich. Und Monika, wenn man den Nachrichten glaubt. Das ergibt keinen Sinn. Okay, ich hab dich. Die Evakuierung. Die vielen Menschen. Ja, dazu kommen wir noch. Kannst du gehen? Ja, schon okay. Mir geht's gut. Und los. Genau das ist mein Cap. Komm. Okay. Was ist der Plan? Also wir finden eine Rettungskapsel und, retten uns. Du improvisierst gerade, oder? Ja. Ich dachte nicht, dass ich so weit komme. Ja. Tony, wo sind denn alle? Wo sind wir? Oh. Also, im Weltraum. Mein Gott. Das war kein... Witz. Nein. Wow. Ist wie Fahrradfahren, nehme ich an. Jetzt geht's runter. Sprungbereit? Tony, was geschieht hier? Tja, lange Geschichte. Wie lang war ich? Also 5 Jahre. Was nach deinen Standards ein Powernap ist. Auf Eis bin ich den Leuten wohl sympathischer. Siehst du? Du machst schon wieder Witze. Schlechte, aber das ist normal für dich. Was ist das? Verlassen Sie uns noch nicht. Monika, lang nicht gesehen. Dein Kumpel Tartan war sicher nicht begeistert, als du Superhelden durch Superheldenblut ersetzt hast. Er überlässt die Details mir. Hören Sie damit auf. Sofort. Moment mal. Georgie weiß von all dem hier gar nichts. Und das bleibt auch so. Oh oh. Ich glaube, sie ist wütend. Tony! Ich arbeite dran. Okay, ich hab's. Gehen wir. Was zur Hölle? Ignorier die Killerroboter. Eindringling entdeckt. Schnell! Aufwachen! Ich versuch's. Für eine Leiche bist du ganz schön penetrant. Ich muss das hier mit Gewalt machen. Warum denn nicht gleich so? Das Drecksding klemmt. Hilf mir mal! Nimm die andere Seite. Fast geschafft! Tony! Wir kriegen Besuch! Keine Zeit für einen Kampf! Weg hier! Vorsicht! Da, verdammt! Pass auf das Glas auf! Es kann dein Gewicht nicht halten! Fast geschafft, Kerl. Los, los. Tony, schnell! Bin dran. Verschaff mir nur Zeit. Ah!
Triebwerke ausgefallen. Tony! Komm schon. Ja, wir schaffen das. Scheiße. Komm schon. Verdammt. Nein. Oh. Die gute Nachricht, wir sterben nicht als Feuerball. Und die schlechte? Wir werden wohl vorher ersticken. Aber die Aussicht ist schön. Das ist sie. Verdammt. So knapp. Tja, da wir jetzt sowieso sterben werden, möchtest du vielleicht was beichten? Deine Witze. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich weiß, dein Tagebuch. Warum hast du den Reaktor zerstört? Viele sind gestorben. Tony, da war was begraben, tief in der Bucht. Es war mit dem Reaktor verbunden und kam langsam an die Oberfläche. Das Erdbeben. Ich musste handeln. Die San Andreas-Verwerfung ging fast hoch. Die Stadt wäre ins Meer gerutscht und Millionen wären gestorben. Hab nie an dir gezweifelt. Wollt's nur hören, weißt du? Was ist das denn? Wen haben wir denn da? Muss ich eigentlich immer alle retten? Nichts anderes erwarte ich vom Gott des Donners. Hi, Thor. Willkommen zurück, Captain. Das war Ihre regenerative Formel? George? Wie lange war ich Ihre Laborratte? Ich wusste, dass Sie so reagieren würden. Sie würden lieber sterben, als etwas von Ihnen zu brauchen. Ich habe Ihnen vertraut. Sie sind am Leben. Sie kontrollieren Maschinen mit Ihrem Verstand. Denken Sie doch nur mal an die... Sie infizierten mich mit seinem Blut. Ich hätte sterben können. Aber Sie leben. Denken Sie an den Traum, George. Ihretwegen bin ich einer von denen! Ich machte Sie stark. Und stahlen meine Hoffnung. Und ich gebe Ihnen nun dieselbe Chance, die ich hatte. Was? Was haben Sie? Ich werde Superkräfte ausrotten. Selbst wenn es mit mir endet. George! Hallo, alter Freund. Steve. Ned. Tut gut, dich zu sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass du lebst. Dass sie dich haben. Das ist nicht deine Schuld. Tarleton wusste nicht, dass Monica mich hatte. Was? A-Day. Der Raub. Monica hat Taskmaster auf das Terrigen angesetzt. Seine Männer haben das Sicherheitsprotokoll.
und den Autopiloten der Chimera aktiviert. Aber dieses Ding in der Bucht, das kam unerwartet. Das Wärmesignal. Das war wohl der Grund für das Beben und die Zerstörung. Was war das? Ich weiß es nicht. Ned, ich denke ständig daran, wenn ich nicht... Die vielen Menschen. Nein. Es ist nicht deine Schuld. Dieses Schiff hätte niemals starten sollen. Ich hätte dasselbe getan. Du lebst. Ich wusste es. Tut mir leid. Kommt. Ihr müsst euch das ansehen. Willkommen zurück, Captain Rogers. Ich spreche wohl für alle, wenn ich sage, dass Sie einen erfreulichen Anblick bieten. Danke, Jarvis. Schön, wieder da zu sein. Seit dem Beinahe-Absturz der Chimera in Manhattan ist die Lage prekärer geworden. Ich fürchte, AIM wird die Verfolgung aller Inhumans jetzt noch hartnäckiger vorantreiben. Wir dürfen das nicht zulassen. Die Welt braucht die Avengers jetzt mehr als je zuvor. Wir bereiten gerade unsere letzte Konfrontation mit AIM vor. Ich habe meine Analyse von Mr. Starks Plänen zur Ausrüstung der Avengers für diese Konfrontation abgeschlossen und wir brauchen dafür einige spezielle Materialien. Danke, Jarvis. Höchste Zeit, wieder in Kampfform zu kommen. Zeig mal, was wir brauchen. Ausgezeichnet, Sir. Wir könnten im Rahmen dieser Aufgabe unseren Verbündeten helfen. Commander Hill und Dr. Pym melden große Schwierigkeiten bei der Koordination unserer Bemühungen, weil AIM die Kommunikationsnetzwerke der Welt fest im Griff hat. Wie können wir helfen? Sie wollen, dass wir AIMs Hauptkommunikationszentrum zerstören, um die Resistance zu einen. Dann machen wir das, alter Freund. Apropos Medien. In den Nachrichten sind Meldungen über Thor Odinson aufgetaucht. Angeblich arbeitet er in Skandinavien mit früheren AIM-Wissenschaftlern zusammen. Das kann zur AIM-Propagandakampagne gegen die Avengers gehören, müsste aber untersucht werden. In Ordnung. Wir befragen sofort Thor dazu. Bruce, wie ist es bei dir gelaufen? Eine Weile stand's auf Messers Schneide. Kamala hat mich da wieder rausgeholt. Ich freue mich darauf, sie näher kennenzulernen. Sie ist wirklich gut, Cap. Vielleicht eine der Besten. Willkommen zu Hause, Cap. Freut mich, hier zu sein, Bruce. Schön, wieder daheim zu sein. Wahnsinnsrettung, was? Jetzt, wo du wieder da bist, verliert der liebe Georgie-Boy wahrscheinlich den Verstand. Er wird unberechenbar sein. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Wie habt ihr euch nach so vielen Jahren wieder zusammengerauft? Ganz ehrlich? Bedank dich bei Kamala. Sie hat an uns geglaubt, als wir es schon nicht mehr getan haben. Sie muss was Besonderes sein. Du und Bruce seid ziemlich stur. Ned, ich muss sagen, es überrascht mich nicht, dass du weitergekämpft hast. Ein paar Mal bin ich schon gestrauchelt. Ich hätte mich fast verloren, wie die anderen. Aber jetzt bist du hier. Mit deiner Rückendeckung fühle ich mich besser. Weißt du, ich dachte immer, dein Outfit wäre ein wenig übertrieben. Aber ich muss zugeben, du kannst es tragen. Danke, Ned.
Commander Hill, AIM hat seine Lügen über die Resistance schon zu lange verbreitet. Das muss aufhören. Ersetzen wir diese Lügen durch die Wahrheit. Aber sie haben viele Satelliten. Mit diesem Netzwerk kontrollieren sie die Informationen. Jarvis hat mehrere AIM-Satellitenzentren identifiziert, die das Ganze steuern. Ich weiß, was Sie denken. Wir schalten eins aus, dann bricht Ihr Netzwerk zusammen. Zumindest für ein paar Stunden. Wir könnten Nachrichten an die gesamte Resistance senden. Vorübergehend. Deshalb ist jedes Wort wichtig, das wir senden. Wir haben keine Waffen, die für Satelliten stark genug sind. Also wie soll das gehen? Der Satellit ist durch einen Weltraumaufzug mit der Erde verbunden. So kommen wir rauf.